Willkommen zum nächsten TechView Podcast. Und zwar wollte ich euch heute mal Deskworks zeigen, und zwar wie man es installiert auf dem normalen PC. Ich habe ja vorher schon mal die Live-CD getestet und jetzt wollen wir es mal auf dem ganz normalen PC installieren. Wir sehen also hier das Setup-Programm von der Live-CD. Wir klicken auf Akzeptieren. Und auf welchem Laufwerk soll nun Deskworks installiert werden? Dazu müssen wir natürlich unsere Festplatte partitionieren. Wir gehen also mal raus, wir wählen hier F-Disk. Und nun können wir hier das spezielle F-Disk-Programm von DVDOS, also Deskwork-DOS, sehen. Und wir können hier erstmal die Festplatte öffnen, Festplatte 1, wir haben eine Festplatte in unserem Notebook. Und hier ist eine unbekannte Partition drauf, mit das 9 GB belegt. Das wollen wir natürlich ändern, wir gehen auf Partition, klicken auf Partition löschen, bestätigen das Ganze. Und nun können wir eine neue Partition anlegen. Und zwar wollen wir jetzt eine FAT16 Partition anlegen, da wir hier nur 200 MB für Deskworks benötigen. Klicken auf OK und haben eine 200 MB FAT16 Partition erstellt. Wie man hier in den Hinweisen lesen kann, muss F-Disk kann erst beendet werden, nachdem alle Festplatten geschlossen wurden. Wir müssen also die Festplatte wieder schließen. Nach Änderung an der Partition muss der Computer neu gebootet werden. Wenn Sie einen Bootmanager benutzen, so dürfen Sie F-Disk nicht verwenden. Das ist halt sehr wichtig für alle diejenigen, die zum Beispiel ein anderes System drauf haben, und die sollten dann lieber ihr System mit dem normalen mitgelieferten Partitionierungsprogramm bedienen. So, wie wir hier sehen, gibt es auch Maus-Support. Wir können das Ganze also auch per Maus steuern. Ist jetzt ein bisschen hakelig, da ich hier meine Kamera direkt vor dem Touchpad des Notebooks haben. Okay, wir machen die Partition bis wir jetzt formatieren. Klicken auf Formatieren. Partitionstabelle soll abgespeichert werden. Soll die Partition wirklich formatiert werden? Dabei gehen alle Daten in dieser Partition verloren. Der Vorgang jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ja, wir wollen formatieren. Und die Partition wurde erfolgreich formatiert. Jetzt steht uns das Ganze zu. Wir machen jetzt Partition bootbar machen. Partition bootbar gemacht. Hier gibt es auch einen ganz netten Assistenten, der einem auch erlaubt, eine große Partition anzulegen, zwei gleich große Partitionen, 2 GB Startpartition plus Daten, 10 GB Startpartition plus Daten. Also sehr guter Assistent, den man auf jeden Fall mal benutzen sollte. Laufwerksgeometrie sagt halt, berichtet halt hier über die Anzahl der Zylinder, der Köpfe, der Sektoren und der Kapazität der Festplatte. Dann gibt es unter Tools noch die Möglichkeit, den Bildschirm zu ändern, verschiedene Spalten und so weiter. Das ist allerdings recht gut. Die Hilfe gibt es auch noch. Hier neben den Hinweisen gibt es noch eine extra Online-Hilfe, die hier geladen wird, die einem dann berichtet, wie man das Ganze bedient. Okay, wir speichern das Ganze ab. Abgespeichert. Okay, jetzt können wir das Programm beenden, und das machen wir, indem wir speichern. So, jetzt müssten wir das Programm auch beenden können. Ne, mit Alt-C müssen wir erstmal schließen, haben wir ja ganz vergessen. So, jetzt können wir das Programm beenden. Okay, der Computer wird neu gestartet, das macht das Programm auch automatisch. Und dann können wir sofort mit der Installation von Deskwork beginnen. Es wird wieder von der Live-CD gebootet. Es geht recht schnell. Okay, und nun können wir auf Deskwork installieren gehen. Akzeptieren das Ganze natürlich, und nun haben wir die Festplatte C hier mit 209 Megabyte
209.633.280 Bytes frei. Okay, Discord installieren, klicken wir an. Jetzt wird alles installiert. Dann wird das Ganze nochmal entpackt. Und nachdem das nun entpackt worden ist, können wir dann das Ganze neu starten. DesWorks wurde erfolgreich installiert. Bitte beachten Sie auch, dass die DOS-Programme im Verzeichnis CDW System DOS liegen. Das heißt, alle, die noch DOS-Programme unter DeskWorks einsetzen wollen, die müssen halt die dorthin kopieren. Okay, nun befinden wir uns auf dem DOS-Laufwerk. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das DeskWorks-Setup denn auch Systemdateien installiert hat. Und da sehen wir nichts. Das heißt, es ist nur das DW-Verzeichnis drin. Deshalb gehen wir nochmal auf A. Gucken wir, was es auf A gibt. Den Sys-Befehl gibt es natürlich auch, den wenden wir auf C an. Und hier sehen wir, das Ganze basiert auf FreeDOS. Das heißt, das System, hier steht jetzt alles ganz ausführlich, was jetzt gemacht worden ist, als der Sys-C-Befehl. So, nachdem wir nun alles von CD kopiert haben, alle Konfigurationsdateien, vor allen Dingen sollte man die Auto-Exec-Bat und die Config-Sys rüber kopieren. Nachdem wir den sysc-Befehl gegeben haben, befinden wir uns nun nach dem Neustart auf einem Command-Prompt, also auf einer ganz normalen DOS-Shell. Wir können uns sogar die DOS-Version angucken. Ist DR-DOS, nicht FreeDOS, wie ich vorher behauptet habe, sondern DR-DOS Version 701a. Können weitere Optionen mit Versionen, also /R erfahren, Seriennummer und c-shell.com ist jetzt halt die ausgeführte Shell. Wir sehen, ist alles schön bunt und grafisch, anders als wir das von DOS normalerweise gewöhnt sind. Okay, um nun DeskWorks zu starten, geben wir einfach den Befehl dw ein und dann wird DeskWorks auch schon initialisiert. Es erkennt nun alle Hardware-Geräte, wie zum Beispiel unsere Grafikkarte, unsere Soundkarte oder auch unsere Netzwerkkarte. Okay, nun sind wir eigentlich schon auf DeskWorks und standardmäßig kommt dann diese Titelanimation, die uns dann sagt, DeskWorks ist fertig. Wir klicken einfach mal auf Enter oder mit der Maus einfach mal und schon sind wir auf unserem DeskWorks Desktop quasi, wo man alles einrichtet. Und dort kriegen wir als erstes schon mal unter dem Menüpunkt Ereignisse die Nachricht, dass der Systemverwalter DeskWorks noch einrichten muss und noch viele verschiedene Sachen einstellen muss. Dazu haben wir uns zunächst einmal, oder sollten wir uns zunächst einmal, einen Benutzeraccount anlegen. Ja, ihr habt richtig gehört, einen Benutzeraccount, denn wie ihr oben seht, sind wir hier als root at localhost eingemeldet, das heißt als Administrator. Und wir wollen natürlich nichts kaputt machen im System, deshalb wollen wir uns natürlich einen Benutzeraccount einrichten. Dazu scrollen wir ein bisschen runter, gehen auf Einstellungen, wählen Systemeinstellungen und können hier unter dem Menüpunkt nur für Systemverwalter Accounts einrichten. Und wir sehen, wir haben da schon einen Account eingerichtet mit meinem Namen. Und wie wechselt man zu dem Account, wenn man jetzt root user ist? Wir klicken einfach auf Beenden in DeskWorks und haben dann die Option, entweder das abzubrechen, das Beenden, zu DOS zurückzuwechseln, den PC auszuschalten oder uns auszuloggen. Wir klicken auf Logout und erhalten dann wieder diese schwarze blinkende Box, die dann heißt Login. Hier müssen wir dann unsere Login-Daten eingeben. So, und auch ein Passwort wird gefragt. Neben dem Passwort wird auch eine nette Fortune-Anzeige angezeigt mit einem kleinen Spruch. Wir geben unser Passwort ein, klicken auf Enter, sehen die DeskWorks-Animation und sehen dann auch schon, dass unser Programm gestartet ist. Und nun sehen wir ganz oben, dass wir nun unter unserem User-Account angemeldet sind. Wir können nun
Das ist sehr interessant. Deskworks verwaltet die User wirklich so wie in Echtzeit, wie ein Multi-User-Betriebssystem. Für jeden User gibt es dann ein eigenes Home-Verzeichnis und jeder User kriegt dann seine eigenen Dateien, beziehungsweise jeder User kann seine eigenen Dateien anlegen. So habe ich zum Beispiel unter Texte oder Dokumente habe ich eine Datei angelegt, ein erster Test, wo ich was Kleines reingeschrieben habe mit dem Editor. Und mal die Steuerzeichen ausblenden lassen, das sieht dann schön aus. Und diesen Text kann man genauso formatieren, wie man es eigentlich gewohnt ist von normalen Word-ähnlichen Word-Processing-Programmen eigentlich. Wir haben hier eine Überschrift, die sehen wir, ist etwas komisch geschrieben. Deskworks macht das mit Farben, unterscheidet es die verschiedenen Schriftarten bzw. Schriftgrade. Das heißt, die Überschrift ist jetzt in Fett und befindet sich in der Mitte. Wenn man es ausdrucken würde, wird man es ganz genau sehen. Und das ist gerade für so für die Zielplattform, wo Deskworks ja eigentlich für gedacht ist, für so 386er oder die ersten Pentium-PCs, also uralte PCs, ist das dann doch schon ein kleiner Fortschritt, dass man sowas hier auch grafisch dann unterscheiden kann. Okay, das ist das Textverarbeitungsprogramm. Wir können hier suchen im Text, suchen und ersetzen. Das klappt wunderbar. Wir können Text natürlich bearbeiten, wir können Stellen kopieren, einfügen, ausschneiden oder löschen. Wir haben dann noch die Möglichkeit, Aufzählungen zu machen. Aufzählungszeichen, Striche, Doppelstriche, Kästchen, Sterne zum Beispiel. Für verschiedene Aufzählungen. Klappt wunderbar. Wir können Formatierung auswählen, auch auswählen. Wir können linksbündig, zentriert oder rechtsbündig machen. Wir können auch einen Blocksatz machen. Wir können einen Rahmen drum machen. Wir machen mal jetzt einen einfachen Rahmen, schreiben rechtsbündig und in einer kleinen Schrift und schreiben dort dann hin Ihr seht, das klappt wunderbar mit Deskworks und können das Ganze natürlich auch wieder löschen. So, das Ganze lässt sich natürlich immer abspeichern. Interessant sind, dass auch verschiedene Versionen abgespeichert werden, so dass man auch wieder zurückgehen kann zu einer letzten maligen Version, die man hat. Kann dann außerdem noch gucken, wie groß die Datei ist. Wir sehen hier 982 Bytes ganz unten, die markierte Datei. Dann gibt es noch einen Ordner, wo noch Systemprotokolle, Bootprotokoll, E-Mail-Signaturen, Fortunes drin gespeichert sind oder ein Message of the Day. Dann lassen sich natürlich noch Adressen anschauen, Audiodateien lassen sich auch anschauen. Es sind noch eine ganze Menge schon vorinstalliert, wie man hier sehen kann. Yahoo, also Sounddateien, Musik, eine ganze Menge an Sachen. Das natürlich alles nicht hier in MP3-Qualität abläuft, sondern eher so MIDI-Soundqualität hat, ist dabei nebensächlich. Bilder lassen sich auch angucken, gibt auch eine ganze Menge, zum Beispiel die Erde. Dieses Bild ist zum Beispiel in einer Größe von 1600 x 800 Punkten und hat Echtfarben, so wie es hier angezeigt wird, das heißt 32 Bits. Und wir rufen es auf und wir sehen gerade, der Grafikmodus hat sich geändert. Wir können das ganze Bild sehen, wir können hier dazu auch noch Informationen angucken, von wem das Bild geschossen worden ist, wann das geschossen worden ist, wie groß es ist und so weiter und so fort. Wir können das Ganze auch drucken lassen oder auch als Vollbild anzeigen und das klappt wunderbar. Da wird auch schon ein anderer Aspekt von Deskworks deutlich, und zwar ist das die Grafikfähigkeiten von Deskworks. Die sind wirklich beeindruckend, gerade auch auf alten Rechnern. Wir gucken uns dazu zum Beispiel die FX3D-Demo an. Das ist eine eigene Engine, die für Deskworks programmiert worden ist und wirklich 3D-Animationen auf dem Bildschirm zaubern kann, ohne wirklich eine gute Grafikkarte zu haben. Das macht es wunderbar. Das FX3D wurde komplett in Assembler geschrieben und ist so dann wirklich deutlich schneller als normale Programme für diese alten Rechner. Okay, was wollen wir uns noch anschauen? Ein paar nette Sachen. Zum Beispiel, die mich wirklich beeindruckt haben, sind zum Beispiel Videos. Hier haben wir ganz normale Testvideos, zum Beispiel in einer normalen PAL-Auflösung. Sehen wir jetzt hier
Wir können uns allerdings auch HDTV 1080 Videos angucken, beziehungsweise wir sehen es hier. Das klappt also wunderbar. Animationen gibt es natürlich auch. Ihr seht, das klappt wunderbar und das klappt auch auf älteren Rechnern. Das ist wirklich das Erstaunliche dabei. Was gibt's noch? Ganz interessant fand ich auch die Möglichkeit, dass man hier in den Einstellungen, wo waren es, persönlichen Einstellungen, nee, es waren Systemeinstellungen, man kann auch neben der Auflösung, die man einstellen kann, kann man unter der Option Ethernet Adapter uns den aktuellen Netzwerkchip anzeigen lassen und der wird auch im Normalfall erkannt, so dass man auch E-Mails versenden und empfangen kann. Weiterhin kann man uns hier die Standardschnittstellen des PCs angucken, ein paar Sachen einrichten wie Drucker, Systeminfos gibt es natürlich auch. Wenn man WLAN installiert hätten, würden wir WLAN Infos kriegen, Ethernet Adapter, kriegen wir die Nachrichten über unseren Adapter, Dateisystem, kriegen wir Nachrichten über Videos, die wir haben, über das ganze Dateisystem über das ganze Dateisystem verteilt. Eine ganze Menge an Sachen, die man hier einstellen kann. Ein interessantes Feature war, dass man auch, ich weiß nicht, wo es jetzt zu finden ist, dass man auch auf jeden Fall hier Energiesparmodus APM aktivieren kann. Das heißt, wir können hier zum Beispiel unser Notebook auf Standby schalten. Und wir hören jetzt, die Festplatte hat aufgehört zu arbeiten. Der Monitor ist schwarz. Unser Notebook ist auf Standby geschaltet. Es ist nur ein Standby 1 Modus, denke ich mir. Nee. So wie es aussieht, ist es sogar Standby 3 Modus. Was funktioniert noch? Auf jeden Fall das Ausschalten des PCs funktioniert auf jeden Fall wunderbar, wie ihr gerade gesehen habt. Was gibt es noch? Unter Programme gibt es natürlich auch Spiele, eine ganze Menge an interessanten Spielen. Sowas hier zum Beispiel. Oder auch Pac-Man, das gute alte. Natürlich eine grafisch etwas anderen Version, allerdings durchaus noch spielbar und annehmbar. So, das war es zur kleinen Präsentation von Deskworks. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge an anderen Sachen, die man über Deskworks erzählen kann. Wer sich weitere Informationen zu Deskworks holen möchte, geht bitte auf www.deskwork.de. Das Ganze gibt es dort zum Runterladen, auch als Live-CD, wie ihr hier sehen konntet.